Stil, tu was ich will. Ich bin so frei. Nescafé ist dabei. Ich bin so frei. Tic-Tac erfrischt meinen Atem 2 Stunden lang. Dabei hat ein Tic-Tac gerade 2 Kalorien. Das ist doch toll. Meine Zähne können sich sehen lassen. Dass es die Dritten sind, weiß nur ich. Ich pflege sie Tag für Tag. Mit der gleichen Sorgfalt wie mich selbst. Mit Corega-Tabs mit der Bioformel. Die sprudeln sauber, sprudeln frisch. So lasse ich mich gerne sehen. Corega-Tabs, gepflegt vom Kopf bis zu den Zähnen. Heute genießt man ohne Zucker, aber extra lang. Orbit ohne Zucker. Es schmeckt, solange der Wind uns vorwärts treibt. Solang, wie man im Sattel bleibt. Das ist Orbit, natürlich ohne Zucker. Ja, der schmeckt solang, so extra lang. Orbit ohne Zucker, extra lang im Geschmack. Edelschokolade erkennt man schon an der Verpackung. Sprengel, rot, zart und sinnlich. Sich abgespannt fühlen ist ein wichtiges Signal Ihres Körpers. Gerade das Herz braucht dann besonders Stärkung. BioVital stärkt das Herz und auch Kreislauf und Nerven. BioVital. Für Herz, Kreislauf und Nerven. Der eine liebt den Kaffee oder den Tee for Two. Und wenn man zu einer Tee greift, kommt keine Kalorie dazu. Genießt das süße Leben, es ist leichter mit Natrin. Ja, Natrin macht das süße Leben leichter. Es ist wie beim Küssen, Augen zu und dann kommt der große Moment. Ist voll an Mon Cherie, die knackige Kirsche, was denn sonst? Diese Frische, das ist das Geheimnis. Ich sag nur Kirsche. Die haben irgendwie was Dünnliches. Mon Cherie mit der Piemont-Kirsche, dazu kann eben niemand Nein sagen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aus dem traditionsreichen Hause Dallmayr in München kommt ein aromareicher, spezial veredelter Kaffee, der unverwechselbar ist im Duft. Dallmayr Prodomo. Eine Spitzenmischung aus feinsten Hochlandgewächsen, weitgehend von Reizstoffen befreit. Ein Genusserlebnis. Dallmayr Prodomo. Vollendet veredelter Spitzenkaffee.22:56 Uhr, Nachrichten in Sat.1. Guten Abend. Obwohl Bundeskanzler Kohl gestern in einer Kabinettssitzung in Bonn die Position der Bundesregierung zur Polengrenze darlegte und die Koalition wieder auf eine Linie eingeschworen hatte, geriet er heute erneut unter Druck. In Berlin äußerte Frankreichs Außenminister Dumas seine Vorstellungen zur Deutschlandpolitik und zur polnischen Westgrenze. Ein klatschender Walter Momper und ein lächelnder Hans-Dietrich Genscher. Ihre Aufmerksamkeit galt Roland Dumas, der heute vor der Presse in West-Berlin sprach. Der französische Außenminister forderte beide deutsche Staaten auf, unverzüglich die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen. Sie sei unantastbar. Bundeskanzler Kohl hingegen ist nicht bereit, die deutsch-polnische Grenze schon jetzt anzuerkennen. Die Gründe dafür nannte er vor der Presse in Bonn. Die Grenzfrage wird endgültig durch eine frei gewählte gesamtdeutsche Regierung und ein frei gewähltes gesamtdeutsches Parlament geregelt. Und niemand will die Frage der Einheit der Nation mit der Verschiebung bestehender Grenzen verbinden. Unterstützt wird die Haltung Kohls vom amerikanischen Außenminister Baker. Er sagte in Washington, man respektiere den Standpunkt des Bundeskanzlers, dass nur das Parlament eines vereinten Deutschlands die Westgrenze Polens garantieren könne. Der CDU-Vorsitzende Kohl und die 3 DDR-Parteien der Bürgerlichen Allianz für Deutschland trafen sich heute in Bonn. Sie stellten einen gemeinsamen Wahlaufruf und ein deutschlandpolitisches Sofortprogramm vor. Danach streben die Parteien einen Beitritt der DDR nach Artikel 23 des Bonner Grundgesetzes an. Das Grundgesetz soll dann auch für das bisherige DDR-Gebiet gelten und es soll keine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Doch was bedeutet ein Beitritt der DDR nach Artikel 23?